Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und hallo hier aus Los Angeles. Heute geht es um das Videospiel Call of Duty World War II, in dem, wie die meisten mittlerweile, weil ich schon so oft gesagt habe, auch wissen, dass ich da synchron gesprochen habe. Und heute möchte ich euch mal von dieser Erfahrung erzählen und werde ich euch auch ein paar Beispiele vorsprechen. Das macht ja die ganze Zeit Klackgeräusche, das irritiert mich. Vergiss es. Am Ende des Videos gibt es dann ein Gewinnspiel. Hier auch schon mal vielen Dank an Activision Deutschland, die das möglich gemacht haben. Da gibt es ein paar sehr coole Sachen, die ich verlosen werde. Und eine Frage muss natürlich beantwortet werden. Ihr werdet es besser beantworten können, wenn ihr in dem Video gut aufpasst. Also gut aufpassen. Naja, machen wir mal einen kleinen Szenenwechsel. Hinsetzen, ein bisschen auf entspannt. Erzähle ich euch mal, wie das alles so ablief. Zum Batmobil. Dritter Gang, wir sind ja schon erwachsen. So, habe mich schlauerweise an die Farben der Couch angezogen. Das sieht ziemlich hässlich aus, aber wenigstens sorgt es für Kontrast. Das Licht dahin stört allerdings. Also, fangen wir erstmal ganz vorne an. Es ist im Voice-Over genauso wie in allen anderen Schauspielbereichen. Es fängt immer erstmal mit der Audition an, mit dem Casting. Das Gute ist bei VoiceOver, man nimmt meistens einfach von zu Hause auf. Also man kriegt ein paar Informationen über das Projekt, über die Charakter, die man vorspricht und dann eben ein paar Sätze von diesen Charaktern. In diesem Falle war das allerdings jetzt, dass ich nicht mal die Information hatte, wie das Spiel heißt. Ich wusste gar nicht, dass es um Call of Duty geht. Das ist öfters in größeren Projekten, dass erstmal Arbeitstitel oder halt geheime Projekttitel benutzt werden, damit die Schauspieler, die die Audition bekommen, keine Informationen leaken und so weiter. Die Audition habe ich übrigens auch gerade gefunden auf meinem Computer, deswegen könnt ihr euch die jetzt mal anhören. Aramis Merlin, German Battle Chatter. Weiter vorrücken! Wir müssen sie aufhalten! Bei meiner Position sammeln! Lade nach! Die Position halten! Sie kommen! Granate! Hilfe! Wir werden überrannt! Unterwegs! Bei mir sammeln! Vorwärts! Ab in Deckung! Auf 6 Uhr! Ich brauche Feuerschutz! Ich bin getroffen! Brauche Deckung! Voice-Over-Auditions kommen extrem heftig mit Deadlines. Ganz oft, ich hatte schon, habe um 9 Uhr morgens die Audition bekommen, um 1 Uhr mittags war die Deadline dafür. Und dann muss man das schnell alles irgendwie aufnehmen und gerade so machen. In dem Sinne war es gut, weil es meistens das hauptsächlich nur geschriene Lines waren. Da muss man nicht allzu viel Charaktere gucken, was ist der Charakter, was ist das für eine Person, wie spricht man den, was sind seine Charaktermerkmale und so weiter. Das muss man nämlich auch bei VoiceOver machen, natürlich, damit man, was weiß ich, die Stimme weiter dunkler macht oder einen komischen Akzent gibt oder dann eher so redet die ganze Zeit, ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Ihr habt ja alle schon mal Comics geguckt oder ein Spiel gespielt. Abgeschickt, Deadline, alles gut eingehalten. Hör nichts für eine Woche, hör nichts für 2 Wochen, dachte schon, ja, ist nichts geworden, ist ein großes Projekt, was soll's. Aber dann 2,5 Wochen später oder so, kriege ich eine E-Mail, sie wollen dich. Konnt's gar nicht glauben, weil das war mein erster richtig großer Job hier quasi. 4 Monate vor habe ich erst meine Arbeitserlaubnis da bekommen und bei dem Thema geht's dann auch gleich weiter. Arbeitserlaubnis, ich habe ja ein Arbeitsvisum quasi, dieses einjährige Visum da gehabt und das kennen die meisten großen Produktionsfirmen nicht und da muss man erstmal da erklären und dies erklären und mit der Schauspielgewerkschaft das klären, dass es auch alles klappt. Das war ein Hin und Her und ich wusste für wochenlang nicht, ob es klappt. Das kennt ihr auch, die schon länger dabei sind. Wisst ihr das noch aus meinen alten Vlogs? Da habe ich das immer erwähnt, dass ich ja, ich will nicht erwähnen, was es für ein Videospiel ist oder dass ich einen Job gemacht habe, weil was, wenn es nicht klappt? Obwohl ich schon im Studio dann war, weiß man immer noch nicht, ja? Haut das jetzt alles hin? Da hat man immer so eine Angst als Immigrant. Dann stand ich also im Studio. Mittlerweile 7 Monate her oder so, 6, 7 Monate. Oh, ich sag euch. Das war eine Erfahrung, die werde ich in meiner Karriere und in meinem lieben Leben nie wieder vergessen. Die das Spiel gespielt haben und meine Stimme irgendwo gehört haben, die wissen vielleicht, ich habe mehrere kleine Charaktere gesprochen, also so Nebencharaktere, Offiziere, bla bla bla, Soldaten, mit denen man interagiert. Aber auch etwas, das nennt sich German Battle Chatter, also Funksprecher, würde ich sagen auf Deutsch.
Das heißt, das sind diese Ansagen, die ihr hört, wenn ihr das Spiel, jeder, der mal einen Ego-Shooter gespielt hat, irgendwie kriegsmäßig, der weiß, da sind immer im Hintergrund Schreie. Granate! Entdeckung! Ich brauche Munition! Diese Sachen. Über ein ganzes Spiel verteilt, nicht wenige Sätze. Das heißt, ich hatte meine erste Session 2 Stunden lang. Nicht lange. Ich dachte, ja, 2 Stunden Voice-Over, gar kein Problem, nicht viel vorbereitet, hab nicht viel gegessen an dem Tag. Was heißt vorbereitet natürlich schon auf das, aber ich hab nicht viel gegessen, dachte, damit meine Stimme schön frei ist und so weiter. Gut. Und dann stand ich im Studio und dann ging's los. An dem Tag waren 650 Sätze, glaube ich, die wir aufnehmen mussten, innerhalb von 2 Stunden. Und das geschrien. Also, weil wenn ich geschrien meine, das werde ich euch gleich vorzeigen, ich meine nicht gerufen, ich meine geschrien. Das ist auch, glaube ich, der Tenor des Spiels, dass alles sehr echt sein soll, alles sehr dunkel, brutal, sehr halt, ja, halt real soll es sein. Und das sollte sich auch in den Synchronstimmen widerspiegeln. Was mich sehr gefreut hat, denn ich habe viel Videospiele gespielt in meinem Leben, das hat mich öfter schon mal gestört, dass die Synchronstimmen so in manchen Situationen, oft sind sie geil in vielen Spielen, aber dann sind auch Momente, wo man denkt, hä, da hätte man doch auch noch mehr geben können. So zum Beispiel, wenn der Charakter, ihr seht, ihr kennt das ja manchmal, der Charakter macht so, oder ihr wisst ja, wie sich die Videospielcharakter bewegen, und dann ist einfach nur, geh mal zum Helikopter. Da vorne müsste er sein. Und das wollten sie in diesem Spiel komplett vermeiden. So, und das hat mich ganz schön umgehauen. Natürlich im Hinterkopf auch, das ist mein erster richtig, richtig großer Job hier in Los Angeles. Da will ich alles geben, will ich einen guten Eindruck hinterlassen und habe wirklich alles gegeben. Und nach 400 Sätzen, die wirklich halt geschrien waren, merke ich plötzlich, wie hinten vom Nacken so ein Schmerz hochkommt. Man trägt übrigens die ganze Zeit bei so einem Hut, also eine Haube, wo auch Mikrofone dran sind. Hier ein Mikrofon, da ein Mikrofon. Das heißt, es ist alles schon so eng am Kopf. Und dann noch diese Spannung halt durch dieses wirklich heftige Geschreie. Und plötzlich explodiert mein Kopf einfach. Wirklich, als hätte ich gerade irgendwie 15 Sätze, 2 Wiederholungen, Maxgewicht, Kniebeugen gemacht. So. Man nimmt immer zwischendurch Pausen und meint auch, ist doch gar kein Problem, kannst doch eine Pause machen, kannst doch eine Pause machen, und ich halt auf, nein, das ist mein erster Job, ich will so halt mega dumm einfach, ich will das gut machen und so weiter, und so wenig Pausen wie möglich genommen. Wenn man viel schreit, dann geht natürlich irgendwann die Stimmung ein bisschen weg, die Stimme halt, dann trinkt man ein bisschen, dann wartet man eine Minute, dann ist sie wieder da. Dann wieder ein bisschen weg und man geht immer so hin und her. Gar kein Problem. Stimmmäßig ist das gar kein Problem. Aber halt, dieses Gefühl in meinem Kopf ging nicht weg. Ich bin ohne Witz mindestens 10-mal fast in Ohnmacht gefallen. Das klingt übertrieben, aber es ist halt wirklich genauso. Ich musste mich plötzlich hinsetzen und dachte, scheiße, ich kann jetzt nicht in Ohnmacht fallen. Das wäre, glaube ich, das Peinlichste, was jemals passieren kann. Naja, dann mit Pausen zwischendurch hat es dann was geklappt und denen hat das sehr gut gefallen. 1,5 Monate später, im Juni, glaube ich, haben die gesagt, hier, komm nochmal noch zur zweiten Session, wir haben noch mehr Sätze. 3. Session, 4. Session, 5. Session, 6, ich glaube 7 Sessions insgesamt. Also denen hat das gut gefallen, die Performance. Allerdings hatte die auch Nebenwirkungen. Übrigens, hinter der Glasscheibe sitzt Regisseur, Produzent und Audio-Engineer, meistens 4 Leute ungefähr. Geile Regisseure, die da bei Sledgehammer Games und Activision gearbeitet haben. Dann steht da, du stirbst gerade in einer Gasattacke. Du verbrennst gerade am lebendigen Leib. Dir wird gerade ein Messer durch den Hals gerammt. Und dann muss man halt die Geräusche dazu machen. Das geht wirklich an den Kreislauf, wenn man das macht. Man kann es natürlich alles mit perfekt Schauspiel und Stimmbildung und so weiter alles sicher machen, aber dann klingt es einfach nicht so echt. In meiner letzten Session war ich nochmal mit wem anders, anderen Schauspieler gleichzeitig im Studio, deswegen konnte ich die Regisseure beobachten, während er aufgenommen hat. Und er hat dann auch so halt so, irgendwie verbrannt, was weiß ich, und der Regisseur saß da so. So ungefähr, das war das Geilste überhaupt. Das war ein richtig cooler Regisseur. Also hatte ich, glaube ich, in 3 oder 4 Sessions den Typen. Wie auch immer, nach meiner ersten Session. Okay, das ist jetzt ein wirkliches Insider-Ding. Ich glaube, die Story werde ich bis an mein Lebensende erzählen. Wirklich, ich habe die Haube abgenommen. Die meinen, okay, fertig, geklatscht, alles gut, fertig. Und meinte, ich muss mal kurz auf Toilette. Hab das Studio verlassen, gegenüber ins Badezimmer rein und hab mich erstmal übergeben.
Das ist natürlich ein Ausnahmefall. Meistens schreit man nicht die ganze Zeit. Aber seit dieser Session habe ich so einen großen Respekt für jeden, der regelmäßig so eine Sachen macht. Die Hauptcharaktere in Dragon Ball, die nur schreien die ganze Zeit. Das war schon eine krasse Erfahrung. Das ist meine schönste, stärkste Erfahrung aus dieser Session. Die Sessions, die darauf gefolgt haben, waren, mal war es richtig einfach, halt, dann war es wirklich nur Schauspiel, Charaktere gesprochen, wirklich. Und dann andere Sessions waren wieder Battle Chatter, Schreien, Schreien, Schreien. Insgesamt habe ich 2500 Sätze aufgenommen, die nur geschrien waren. Ich habe mich zwar nicht mehr übergeben, aber jede Session, irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich atmen und Ruhe machen. Und jetzt zeige ich euch mal das, wovon ich eben geredet habe, was ich finde in Spielen wie diesen gutes Voice-Over ausmacht und eben halt, ja, eine mäßige Performance, die zwar sicher ist und einen selber nicht allzu sehr belastet, aber das Endprodukt ist dann nicht so, wie es sein soll. Ich habe euch mal eben 6 Sätze aufgeschrieben und das waren Sätze, die hatte ich auch wirklich im Spiel. Erstmal mache ich so, wie ich denke, dass es eher eine mäßige Performance ist und wie man es öfter mal sieht, aber stört jetzt nicht großartig, aber ja, geht besser. Ich brauche Feuerschutz. Granate. Er verblutet. Oh nein, er ist tot. Verdammt, meine Munition ist leer. Du dreckiger Yankee. Und jetzt machen wir es mal so, wie es, ich finde, in einem Kriegsspiel gut passt. Ich brauche Feuerschutz! Granate! Er verblutet! Oh nein, er ist tot! Verdammt, meine Munition ist leer! Du dreckiger Yankee! So könnte das dann auch aussehen. Und jetzt nochmal zum Spaß. Machen wir doch einfach mal den Stich durch den Hals. Zum Beispiel. Ihr merkt, wie viel das hier ist. Wenn man zum Beispiel durchs Herz macht oder durch den Körper oder so, dann ist es mehr so eine Sachen. Halt, wisst ihr? Und das Heftigste ist verbrannt. Da mache ich mal die Tür zu für. Denn das könnte die Nachbarn manchmal dazu auffordern, die Polizei zu rufen. Verbrannt oder so eine Sachen, die halt irgendwie qualvoll sind, ist ganz oft halt hoch in der Stimme. Das heißt, es geht oft halt. So eine Sachen. Ich mache das jetzt nicht lang. Wenn man im Studio steht, könnte es auch gerne mal für 30 Sekunden lang sowas anhalten. Alles nicht so schön, aber spaßig und es hat sich gelohnt. So, wie ihr seht, ist das Ganze eine sehr interessante Geschichte, so eine Voice-Over-Sachen, und kann manchmal auch anstrengend sein. So, kommen wir endlich zum Gewinnspiel. Die Sachen sind natürlich nicht hier, die Sachen sind in Deutschland. Bei meinen Eltern zu Hause habe ich gesagt, dass sie das dahin schicken sollen. Schaut euch jetzt die Preise an. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten Vlog meiner Eltern hier im wunderbaren Flash-T-Shirt. Mein Vater macht gerade die Box auf. Was gibt es da Schönes? Anziehsachen. Und andere Sachen. Spiele, was ist das für ein Spiel? Man weiß es nicht. Was ist das? Was ist das nur? So viele schöne Sachen. Ich glaube, das machen wir doch alles nochmal geordneter jetzt. Achtung, es geht los. Was haben wir hier Schönes? Einen Hoodie in L. Einen Becher mit Soldaten drauf. Ein Portemonnaie. Dog Tag mit Flaschenöffner. Ein Notebook, ich meine Notizbuch, mit 8 GB USB-Stick. Ein Ansteckerset mit Ansteckern. Ein T-Shirt Größe L. Eine Powerbank zum Aufladen unterwegs. Call of Duty World War II für PlayStation 4. Einen Rucksackbeutel mit Aufnähern. Und hier nochmal alle Preise auf einen Blick. Ich werde nicht alles einzeln verlosen, aber auch nicht alles zusammen. Ich will, dass so viele Leute wie möglich gewinnen und ich denke mal, ich mache 5 Pakete daraus. Was müsst ihr dafür machen? Ich mache das jetzt einfach mal so, wie Uwe das auch oft macht. Ein paar verschiedene Anforderungen. Die erste ist natürlich die Social Media Anforderung, die sein muss. Also ihr müsst das Video liken, ihr müsst ein Abonnent bei mir sein auf YouTube und wenn ihr eure Gewinnchancen erhöhen wollt, könnt ihr auch mein Instagram-Follower sein. Und unter dem neuesten Bild, das ich heute 18 Uhr deutsche Zeit, Sonntag 18 Uhr hochladen werde,
Das wird ein Bild von mir als Soldat sein. Nicht aus Call of Duty, von einem anderen Kurzfilm, den ich mal gedreht habe. Hashtag Call of Duty drunter schreiben. Und dann könnt ihr euch dadurch eure Gewinnchancen nochmal erhöhen. Das heißt, wenn jemand die gleiche Antwort wie ihr habt und ihr das gleiche Item wollt, dann gewinnt der, der auch dort ist und nochmal Abonnent ist. Ist aber alles kein Zwang. Was wichtig ist, ist hier auf YouTube. Das zweite ist, ihr müsst eine Frage beantworten. Was ist das Datum meiner ersten Aufnahmesession gewesen? An welchem Tag in diesem Jahr? Ich habe extra eine Antwort gemacht, wo ihr die Frage nicht wissen könnt, damit ich quasi erster Preis, zweiter Preis, dritter Preis und so weiter machen kann. Wer am nächsten drankommt, hat die meiste Auswahl. Das heißt, erstens Social Media Sachen, zweitens die Frage beantworten und drittens schreibt mir bitte eure Top 3 Items aus diesen 10 Sachen auf, damit ich sehe, was ihr gerne hättet und dann kann ich das alles so zusammenmischen und hoffentlich kriegen die Leute, die gewinnen, die Sachen, die sie auch haben wollten. Bedenkt, Hoodie und T-Shirt sind in Größe L, das heißt, wenn es nicht passt, dann nehmt lieber ein anderes Item. Ich sag die ganze Zeit Item. Pokémon Basis. Nochmal danke an Activision. Hoffe, in Zukunft kann man da noch mehr machen, wenn meine Zahlen steigen und so weiter. stirbt im Gasangriff. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und ich beantworte sie wie immer. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Sonntag. Es ging hier die ganze Zeit um Krieg, schlechte Dinge, Tod, Zerstörung, Schmerz. Deswegen wünsche ich euch doch nochmal Peace und Frieden nach Deutschland oder wo auch immer ihr gerade sein mag. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.